Moin Leute, heute bin ich mal nicht selbst am Fahren, sondern meine Frau fährt. Denn wir sind auf dem Weg nach Mannheim, um unser neues Auto abzuholen. Und zwar geht es um ein Model Y bzw. Model Y in der Long Range Variante. Ich selbst bin ja jetzt schon seit über 4 Jahren elektrisch unterwegs. Meine Frau fährt aktuell noch diese Mercedes A-Klasse, die wir heute an Tesla übergeben werden, weil wir dieses Fahrzeug in Zahlung gegeben haben. Und genau wegen dieser Inzahlungnahme gab es im Vorfeld eine ganze Menge Chaos und hin und her seitens Tesla. Ich habe dazu ein Video gemacht, das wollte ich eigentlich zuerst gar nicht veröffentlichen, habe mich jetzt aber im Nachhinein entschieden, das doch zu veröffentlichen, und wenn ich das getan habe, dann sollte jetzt hier der Link erscheinen. Meine Frau kommt gerade von der Zulassungsstelle, ich habe mir heute extra einen halben Tag freigenommen und jetzt geht's auf zum Tesla Service Center nach Mannheim. Na, aufgeregt? Ja. Wie ist so deine letzte Fahrt mit dem Benz? Ein bisschen traurig. In Mannheim angekommen, hieß es dann erstmal den ganzen Krempel aus dem alten Fahrzeug räumen. Tja, und dann hieß es Abschied nehmen. Entschuldigung. Ja, ein bisschen mehr Power als dein altes. Ich halt auch erstmal dran gewöhnt. In 200 Metern rechts abbiegen auf L597. Der Akku ist auf 39% geladen. Jetzt rechts abbiegen auf L597. So wie ich gehört habe, dürfen die auch bei der Auslieferung nicht mehr über 50% geladen sein. Den Grund weiß ich allerdings nicht. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Frauchen zum ersten Mal im Model Y. Weil wir sind die Nicht-Probe gefahren. Wir wollten den Probe fahren, aber das war nix. Und wie fühlt sich das Fahren an? Gut. Okay, ich frage dich nochmal, okay? Warum? Gut. Und wie fühlt sich das Fahren an? Sehr gut. Sehr gut. Na gut. Also die Übergabe ist gut gelaufen. Die junge Dame vom Service Center war sehr, sehr freundlich. Es ist alles vorhanden. Das Ladekabel ist da und das Ladegerät für die Schuko-Steckdose ist da. Wir haben jetzt keine Kratzer oder Mängel gesehen. Und wenn, kann man die innerhalb von 48 Stunden kann man die noch melden. Wir sind mal so ums Auto rumgelaufen, haben uns die berühmten Spaltmaße angeguckt. Um ehrlich zu sein, tatsächlich gibt es an den Spaltmaßen wirklich was zu bemängeln, zumindest wenn man sehr empfindlich ist. Also da, wo sich Kanten stoßen und so weiter, da ist es dann doch so, dass es nicht ganz von der Flucht her stimmt. Ich persönlich finde es nicht sonderlich dramatisch, ich kann damit leben. Mein Model 3 ist ja aus den USA. Das Model Y hier ist aus Grünheide. Ich würde sagen, das gibt sich nicht viel, meine Meinung.
bin da jetzt kein schlechter oder besser von den beiden. Wenn wir gerade beim Thema Model 3 sind, also hier im Y, sitzt man doch schon wirklich deutlich höher. Aber auf jeden Fall angenehm, man sitzt hier wirklich bequem drin. Es macht auch alles einen wertigen Eindruck. Macht's, ne? Ja, auf jeden Fall. Sieht auch nicht billig aus oder so. Nee, sieht auch nicht billig aus. Das wäre billig. Ich finde, hier sieht gar nichts billig aus. Nee, das ist schick. Ja. Also ich finde, der Wagen steht dir gut. Ich finde auch. Für die Farbe Weiß haben wir uns bewusst entschieden, weil ich ihn in hellblau folieren werde. Entschieden haben wir uns außerdem für die Long Range Variante. Der Standard stand auch zur Debatte, aber da meine Frau öfter Langstrecke fährt, ist die Wahl dann doch auf den Long Range gefallen. Am Anfang, als die Überlegungen losgingen, uns ein zweites Elektroauto anzuschaffen, waren auch andere Hersteller, die in Betracht kamen. Wir hatten damals auch eine Probefahrt gemacht mit dem Mercedes EQA. Warum am Ende jetzt doch Tesla das Rennen gemacht hat bei uns, hat mehrere Gründe. Erstens mal die Ladegeschwindigkeit. Der EQA kann meines Wissens nur mit 100 kW laden. Dann auf jeden Fall die Ladeinfrastruktur von Tesla. Wir waren ja schon oft unterwegs, unter anderem auch in Südtirol, und wir waren auch schon in Kroatien. Dänemark. Nach Dänemark sind wir auch schon gefahren mit dem Model 3, und über das Ladenetzwerk von Tesla geht einfach nichts drüber. Du fährst an Supercharger ran, du steigst aus und nimmst das Teil in die Hand. Okay, das klingt komisch. Ich find's lustig. Also nochmal. Nein, das ist gut. Du steigst aus, du nimmst den Ladestecker, drückst auf den Knopf, die Ladeklappe geht auf. Du steckst das Ding rein. Das klingt schon wieder komisch. So, weiter geht's. Also, du nimmst den Ladestecker und steckst den rein. Das Auto lädt. Du musst keine Karte irgendwo vorhalten oder ihren Code eingeben oder weiß der Geier was. Du hast in deinem Kundenkonto von Tesla hast du deine Zahlungsart hinterlegt, egal ob du das jetzt per Kreditkarte, PayPal oder über eine Bankverbindung machst. Das wird alles unkompliziert abgerechnet. Du lädst, wenn du fertig bist, dann steckst du den Stecker aus und fährst weiter, und damit ist die Sache erledigt. Und vor allen Dingen ist es zuverlässig. Ich hatte jetzt bisher, ich glaube in den 4 Jahren, einmal den Fall, dass ein Supercharger nicht funktioniert hat. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich wieder zu Hause. Wir hoffen, für den einen oder anderen war das Video interessant und auch hilfreich. Wenn ihr ein Auto in Zahlung gebt bei Tesla, dann schaut euch, wie gesagt, unbedingt das andere Video an. Ich habe das auch noch mal am Ende von diesem Video verlinkt. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, allzeit einen vollgeladenen Akku, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.